Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde OMSI 2, den Omnibus Simulator. Ja, ich bin gerade schon losgefahren von der ersten Haltestelle von dem Schacht Heinzmann. In Eschwege, glaube ich, oder so. Und wir sind hier auf der Karte Ruhrau oder Ruhrau V2. Und wir fahren heute die Linie 179 nach Ruhrau Hauptbahnhof. Und unser Gefährt ist heute ein Mercedes-Benz O530G von der DB Rheinland Bus, weil die DB, sonst fahren ja hier die DB Ruhrbahn Bus, nur eben die haben ein technisches Problem mit ihren Bussen und deswegen haben die uns gefragt von der Rheinland Bus, ob wir mal fahren dürfen oder ob wir fahren können, die unterstützen können, und ja, da haben wir auch glatt zugesagt, hat mein Chef glatt zugesagt, ja, und hat mich dann hier auf diese Linie draufgepackt. Ich wünsche euch schon mal eine gute Fahrt und viel Vergnügen. Ja. Und ja, ich soll ja immer so viel quatschen. Ich weiß aber nicht manchmal, über was man hier quatschen soll. Ja, ich bin schon die Linie vorhin, also ich bin die schon mal einmal gefahren. Und ich muss sagen, die ist sehr abwechslungsreich mit viel Überland und Städtefahrten. Also die Karte lohnt sich wirklich, also auch die Linie. Es wäre natürlich auch noch andere Linie folgen. Wir haben ja schon drei Linien gemacht. Ja. Wir kommen an eine Burgruine vorbei. Wir fahren durch viele Städte durch. Oder durch viele Dörfer bis Ruhrau Hauptbahnhof, wo dann unsere Linie endet. Und ich hoffe, ihr habt schon mal viel Spaß dabei. Und ihr klickt auch wieder ganz fleißig. Ja, und ich bin ja sehr froh gewesen, dass das ETS-Video auch gut bei euch angekommen ist. Also, hey, Eismann, dreh mal die Heizung auf. Guten Tag. Hallo. Jo, ich hätte noch Pistazie und Schokolade im Angebot. Ne, also so ist es nicht. Außerdem ist die Heizung an. Eismann. Die Leute von heute, die frieren sich noch den Arsch ab. So, dann machen wir es eben so warm. Hm. Eismann, mach mal die Heizung an. Also den Spruch habe ich ja noch nie gehört. Natürlich wieder voll am Start ist ja auch Manfred, hoffe ich mal. Der Herr Sauer ist auch wieder am Start. Ja, sind ziemlich viele Charaktere wieder dabei. Ja, und wir fahren auf den Sonntag. Und ja, was kann ich euch noch sagen? Ja, ich habe mir die Hilfspfeile angemacht, weil ich die Linie noch nicht so oft gefahren bin. Bogenstraße. Und ja, natürlich die Feuerwehr aus Hamburg ist auch wieder hier voll tätig. Oh, ich finde das so phänomenal, dass hier die Feuerwehr von Hamburg fährt. Aber egal. Ja. Oh, weiße Reifen. Auch gut. Kommt auch sie nicht nach. Nein, ich möchte auch mich nochmal dafür entschuldigen, dass am Samstag um 12 Uhr das OMSI-Video nicht erschienen ist, weil ich hatte so ein paar technische Probleme mit dem Umwandler, wo ich meine Videos mit umwandle, aber jetzt sollte es wieder funktionieren und ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem noch treu und dieses Video wird so schnell wie möglich auch bei YouTube erscheinen. Oder wenn ihr es jetzt schon seht, ist es schon bei YouTube. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Hallo. Hallöchen. Einmal Kurzstrecke bitte. Einmal die kurze. Meine Güte, habt ihr heute alle im Lotto gewonnen oder was? Ja, bitteschön. Jo, ja. Was soll ich denn sonst sagen? Ja, wir kommen an Burgruinen vorbei, habe ich gerade auch schon erzählt, glaube ich, irgendwie erzähle ich vieles. Die Fahrzeit beträgt ungefähr 30. Burgruine. Zwischen 20 und 30 Minuten ungefähr. Und ja, ich hoffe mal, wir kommen hier durch ohne großartigen Stau oder so. Weil wer will denn schon gerne im Stau kommen? Ja, Wetter habe ich mir ausgewählt. Düsseldorf. Und ja, vielleicht kommen wir gleich noch in einem Sturm rein, weil es ist ja aktuell, sind ja Stürme vorausgesagt worden. Und auch Regenschauer. Mal schauen, was uns erwartet.
Ja. Und natürlich, wie immer, dürft ihr euch auch Szenarien wünschen, ihr dürft euch Busse wünschen und auch Karten wünschen. Einfach unten in die Kommentare schreiben. Dann schaue ich mal, was ich tun kann. Hey. Hi. Hi. Danke. Hallo. Und hallo. So viele Schwarzfahrer hier unterwegs, oder? Ja. Und 20 zurück, bitteschön. Das reicht leider nur für eine Kurzstrecke. Es reicht nur für eine Kurzstrecke? Hallo? Dankeschön. Bitteschön, ich würde mir davon ein Eis kaufen. Können. Ja, natürlich hatte ich mal eine Umfrage gestellt bei Facebook. Genau, bei Facebook. Weil ich ja ein neues Projekt vorhabe und glaube, das ist nicht bei allen so angekommen. Eschenburg Altstadt. Ja, ist glaube ich nicht so bei Facebook so rübergekommen. Deswegen habe ich mir mal gedacht, ich pack mal die Umfrage hier noch mal bei YouTube rein. Und dann könnt ihr ja mal abstimmen, ob ihr dieses neue Projekt gut findet oder nicht. Bei Facebook haben es 3 Leute kommentiert oder mit Ja für Ja gestimmt. Ich werde im Laufe des Videos, werde ich das mal hier irgendwo reinpacken, links, rechts, oben, unten oder direkt in der Mitte, keine Ahnung. Genau, Eschenburg. Genau, Eschenburg Mitte. Ah ne, Altstadt. Durch die schöne Altstadt geht's gleich auch noch. Ja, und die wird dann hier irgendwann im Video, wird diese Umfrage mal auftauchen. Oder vielleicht auch am Ende, keine Ahnung. Ach, ihr werdet das schon irgendwann mal sehen, wenn da irgendwas aufleuchtet. Ich würde mich freuen, wenn ihr Hallo. Bei der interaktiven Umfrage Hallo. Mitmachen würdet. Hey. Hallo. 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 Einmal normal, bitte. Einmal das Normale. Dankeschön. Bitteschön. Hallo. Hallo. Sie sehen ja, ich bin ein Kind, also könnt ihr bitte eine Kinderkarte haben? Weiß ich nicht, ob du ein Kind bist. Du siehst aber so aus. Dankeschön. Bitteschön. So, Schatten dicht und weiter geht die wilde Fahrt. Nicht so, dass wir noch zu spät kommen, sonst verpasst ihr noch die ganzen Züge. Ja, ich nicht, aber ihr. Weil ich muss euch ja nur dahin fahren, ne? Reisen müsst ihr selber. Vereinsstraße. Ja, und jetzt fahren wir hier durch die schöne Altstadt. Von Eschenwegen. Oder Eschenbach. Wie fahren Sie denn? Schauen Sie doch mal auf die Straße. Ich schaue auf die Straße, nur die Kopfsteinpflaster sind halt glatt. Mann. Unzufriedene Leute hier. Ich kann ja hier auch mit Vollgas durchperzen. Hier ist eine schöne Kirche. Der Marktplatz. Wenn 30 steht, dann fahren wir auch nur 30. Ein Fachwerkhaus. Also Ruhrau hat ganz schön schöne Sachen zu bieten. So ist es nicht. Guten Tag. Hallo. 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 Einmal normal. Einmal normal, bitte.
Nochmal normal, bitte schön. Ich kann auch zweimal schwupps, ist er weg. Oh. So. Ja, da geht's nach Mühlenbach und Kirchdorf. Halbe Höhe. Gibt's auch eine halbe Tiefe? ALDI Aldi. Ein Lebensmitteldiscounter. Täglich frisch und zu jedem Tag fair. Faire Preise jeden Tag frisch. Jo. Hallöchen. Ich wollte schon sagen, der Bus geht kaputt, weil die dritte Tür nicht zugehen wollte. Im Meerfeld. Da ist ein Kollege. Boah, fährt der schlecht. Manfred, halt doch mal die Backen. Ja, sehr. Ja. Eine Tombola auf der Kranger Kirmes. Bescheuert. Lag im Osterkorb mit bei. Nur am Motzen sind so heute. Typisch. Ist heute Sonntag der Motztag oder was? Der Solowagen. Oma! Komm rein jetzt! Hallo, guten Tag! Eine Fahrkarte bitte! Ich danke recht schön! Jo, wir beliefern alle! Aber irgendwie hat er gerade nicht funktioniert, naja. Die Vögel zwitschern. Das ist doch nicht zu zwitschern.
Eine Baustelle. Was haben wir denn hier? Ein T-Rex-Bagger. Und noch einer. Ein 40-Fuß-Container? 20 Fuß? Hm. Wollen Sie nicht mit? Pech. Sieht aus wie ein Bauernhof hier, ne? Alter Bahnhof. Ja, mal so gefragt. Wenn ihr, wie findet ihr das Spiel LS19? Ich habe es zwar schon mal angespielt, ich finde es irgendwie nur so ein Upgrade von LS17. Ja, da, ja, LS ist ja der Landwirtschaftssimulator, da kann man ja so einen virtuellen Bauernhof besitzen und die Kühe pflegen, Schweine und. Ja, wir haben auch, wir haben auch noch so ein, ja, wie soll ich sagen, ich und ein paar Leute, Freunde von mir, Kollegen, Freunde, wir spielen, wir haben natürlich auch, wir spielen ja auch ETS zusammen, das ist ja die Interlogistik, und wir haben auch noch einen LS-Server, und, aber nur mit LS17, und da wollte ich mal so fragen, hättet ihr vielleicht Interesse, dass wir da auch mal ein paar Videos von machen, von unserem LS17-Spiel. Dann würden wir das gerne tun wollen, aber wir fragen mal euch. Habt ihr Lust dazu, ein paar Videos davon zu sehen? Dann schreibt doch mal in die Kommentare rein, wie ihr das findet. Und mal schauen, was da so für Kommentare auftauchen. Natürlich dürft ihr die Videos auch liken, kommentieren und auch teilen, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr überhaupt nichts verpassen wollt, erst abonnieren, dann die Glocke drücken. Und wenn ihr überhaupt nichts verpassen wollt, könnt ihr auch gerne bei Facebook meine Seite besuchen. Die verlinke ich euch dann unten in die Beschreibung. So, 280, bitteschön, 2. Dankeschön. Und 2. Bitteschön, gern schön. Einmal die Kurzstrecke sind 1,70 Euro, sind 2, sind 8. Danke. So. Ja, das mal dazu. Natürlich auch zu dem anderen Projekt könnt ihr natürlich auch
oder zu ETS OMSI könnt ihr natürlich euch ja, zu OMSI, zu ETS kann man ja nicht viel sich wünschen, aber dann ist immer so eine Sache für sich bei bei ETS, aber ihr könnt euch gerne, wenn ihr einen Bus sehen möchtet, ein Szenario sehen wollt, eine Linie sehen wollt, ob es jetzt im dicksten Winter ist oder im Schnee oder im Sturm, im Schmuddelwetter, was weiß ich, was es da so gibt, könnt ihr euch ja mal überlegen und euch und mal hier reinschreiben, was ihr euch so gerne wünschen würdet oder was ihr mal sehen wollt. Ja, und natürlich könnt ihr auch gerne reinschreiben, wollt ihr mal unser Projekt bei LS17, wollt ihr darüber auch mal Videos sehen, dann schreibt es bitte in die Kommentare, ich kann mich immer nur wiederholen. Und ja, ich würde dann auch drauf antworten, wenn es natürlich ernst gemeinte sind, aber wenn jetzt zum Beispiel nur böse gemeinte Kommentare sind, dann finde ich dann natürlich nicht so toll. Aber wenn ihr was von LS17 sehen wollt oder auch nicht, schreibt es unten in die Kommentare rein. Kommentieren ist natürlich gewünscht, ihr könnt es auch teilen und ach, was weiß ich, verkauft es bei Amazon oder bei Netflix oder was weiß ich wo. Ihr könnt natürlich auch bei Facebook kommentieren und liken und was weiß ich nicht alles. Also ich würde mich über jedes Like freuen, natürlich auch über jeden Abonnenten freue ich mich natürlich auch. Und ein Kommi ist natürlich auch sehr gerne gesehen. Hallo, Mahlzeit. Nur natürlich, wenn ihr wollt. Ihr müsst natürlich nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn da mal was stehen würde. Natürlich auch die Klicks wären auch geil. Ja. Grenze Heidhausen. Ja, und ein großes Lob möchte ich gerne mal loswerden. Und zwar an meine Abonnenten, die ganz fleißig dabei sind und mir immer noch die Treue halten. Ganz vielen und herzlichen Dank an euch, natürlich auch an jeden Neuen, der dazu gekommen ist. Ihr seid echt bombig. Natürlich gibt es hier auch auf der Karte auch noch Nachtexpresslinien, genauso wie auf andere Karten auch Nachtexpresslinien gibt. Wenn ihr möchtet, dass ich mal einen Nachtexpress fahre hier auf der Karte oder auch auf anderen Karten, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Weil da sieht man ja nicht so viel wie am Tag. Und ja, ich würde mich freuen, wenn da was stehen würde, wenn ihr euch mal einen Nachtexpress wünschen würdet, dann würde ich euch das auch, würde ich auch mit euch daher fahren, natürlich. Nachtexpress ist natürlich nicht so schön anzusehen wie eine Linie am Tag. Aber kein Problem, das gehört dazu. Und ja, ich würde mit euch fahren. Also wäre kein Problem, auch wenn wir alleine fahren würden. Ja, ja, oder habt ihr noch andere Ideen für andere Projekte oder andere Videos? Dann schreibt es doch mal einfach unten in die Kommentare. Wünscht euch doch mal was. Ich bin für fast alles offen. Natürlich mache ich keine Nackt. Videos. Nein, nein, nein. Die kriegt ihr nicht. Nee, die sind doch nicht bescheuert. Ja, da bin ich mal drauf gespannt, was ihr euch so ausheckt und ausdenkt. Da bin ich mal wirklich drauf gespannt. Aber könnt ihr ruhig unten in die Kommentare reinschreiben. Ihr braucht keine Angst haben. Oder bei Facebook. Einfach hinschreiben. Ja. So, jetzt sind wir in Grenze Heidhausen. Guten Tag. Hallo, guten Tag.
30. Hallo. Mahlzeit. Mahlzeit. Eine Tageskarte. Danke. Bitte. Hallo. Immer normal. Ach Manfred, du bist nicht normal. Das habe ich dir aber schon tausendmal gesagt. Danke. Bitte. Irgendwie fehlt der Kurt Sauer hier. Hat er sich wieder mal versteckt oder der hat keinen Bock? Der hat bestimmt seine Zähne nicht vergessen. Oder er hat Angst um seine Frisur. Genau. Fischerstraße. Ich glaube, für das nächste Video lade ich mal wieder den Herrn Sauer ein. Ja. Ja, Entschuldigung, tut mir leid. Dann ist es halt mal eben tüdelig. Mein Gott, ey. Sehen doch, dass da ein Bus steht, aber müssen trotzdem durchfahren. Nee. Da fährt man schon rückwärts und trotzdem. Heidhausen Bahnhof. Umstiegsmöglichkeiten zur S-Bahn. NE3 Ruhr, Mitte, ZOB und Mark Altendorf. Ups, ein Menschen überfahren. Pech gehabt. Und weiter geht's mit der wilden Fahrt.
Ups. Das war ein bisschen flott unterwegs. Ach, draußen tobt der Wind, der Sturm, das himmlische Kind. Und Regen gibt's glaube ich auch noch dabei. Naja. Schönebeck, Dümten, Kaltstadt, Zentrum, Ruhrbahnhof und Ruhr Süd. Hallo! Hallöchen, Popöchen. Verteilungszentrum. Bauhaus und Wollwort. Und da hinten ist C&A. Hm, auch gut. Also wenn man Anziehsachen braucht, kann nach C&A gehen. Wer was zum Bauen braucht, ist bei Bauhaus gut aufgehoben. Und für alles andere ist Wollwort wieder gut. Genau. Ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Komm. Ernst ist Bernd und Ernst wird morgen 5 Jahre alt. Hihi. Da, C&A. Oder C&A genannt. Ein T-Rex-Bagger. Ich kenne eigentlich nur die von Deep her. Hm. Oder von Toyota. Toyota gibt's auch noch, ja. Am Wassertor. Oh, ein schönes Türmchen, also ja, kann sich sehen lassen. Sieht aus wie ein Elefantentorpedo.
Tschüss, Manfred. Ja, und sein Bruder bleibt wieder im Bus sitzen, wie immer. Naja. Der Kollege auf der anderen Linie. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte. Aber gerne doch. Ups. Danke. Bitte. Ja, auch im Namen der DB Rheinland-Busse oder DB Rheinland-Bus sage ich sehr, sehr herzlichen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Und ich hoffe, wir können Sie bald demnächst wieder an unserem Bord begrüßen zu dürfen. Ja, bis dahin, eure DB Rheinland-Bus. Ja, und ich sage jetzt schon mal auf dieser Stelle, danke fürs Zuschauen und ich sage mal, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder auf Ruhrau, Metropole Ruhr oder auf was für eine Karte wir uns irgendwann mal wiedersehen oder wieder hören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen, wunderschönen guten Morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr euch das Video hier reinzieht. Ja, ich sage mal dann, bis dahin. Euer Micha von Michas Let's Play. Ich wünsche euch was und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ihr braucht jetzt natürlich nicht abschalten. Ihr könnt jetzt noch bis zum Bahnhof mitfahren. Also keine Panik auf der Titanic. So, ihr könnt jetzt abschalten und ich drehe noch mal eine Runde. Also bis dahin, tschüss, euer Micha von Michas Let's Play. Tschüdilü.